Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. So, ich muss kurz meine Tasse noch ausborgen. Also, nehmen. Ich muss jetzt wieder umständlichst hier den Reiniger befüllen. Alter, du Mistviech. Weil ich doof bin. Weil ich so doof bin. Und das vermasselt habe. So. Ich habe nichts mehr. Kein Essen, gar nichts. Ich muss mal schnell rauf. Noch Proviant mitnehmen. Und dann werden wir nochmal versuchen, ein Wildschwein zu erlegen. Denke ich mal. Und werden... Was kocht man eigentlich? Hier, Makrele. Und werden versuchen, die Ziege zu melken. Ich hoffe, das klappt. Und dann werden wir endgültig, glaube ich, von der Insel hier mal Abschied nehmen. Wir waren jetzt gleich viermal hier insgesamt. Sie hat sich einmal zwar verändert, aber genug ist genug. Es wird Zeit, dass wir dann, egal wohin der Wind uns trägt, einfach mal Adios machen. Fertig. So, die essen wir auch gleich, die Suppe. Dann trinken wir noch schnell einen Schluck. So. Mein Speer nehmen wir mit. Und ich würde sagen, probieren wir unser Glück. So. Auf der Suche nach der Ziege. So. Mir kam vor, die war aber nicht so weit weg, oder? Doch, vielleicht? Da ist sie. Ha, da haben wir sie schon. Wo ist mein Eimer? Ach, der ist ja auch ruiniert, ne? Der ist ja auch ruiniert. Bist du überhaupt eine Ziege? Du bist ein Elch, oder? Steinböckchen könnte auch sein. Aha, stimmt. Wieder was vergessen. Ohne Eimer ich nichts kann melken. Ja, natürlich. Also nichts da. Nochmal zurück. Ach, Gottchen. Wäre ja zu einfach gewesen. So, wie baue ich jetzt da einen Eimer? Wo war der eigentlich? Hier. Eimer wird gebaut mit Schrott, Seil und Planke. Habe ich Glück auch noch. Also, Planken. Habe ich noch hier eine? Boah, das Floß ist wieder mehr als wir ruiniert, ne? Ach, Gottchen. Wie viel habe ich jetzt? Planken? Drei. Dann brauche ich noch Schrott. Der Heine. Schrott brauche ich jetzt noch. Und ein Seil. Dann haben wir schon so einen Eimer. So. Wieder zurückschlichten. So, passt. Nochmal. Heureka. Nochmal. Mit Sprint. Ich hoffe halt, dass es funktioniert. Ich will es mal probieren. Vielleicht haben wir Riesenglück. Würde mich freuen. Dann können wir nämlich schon mal so ein Fischeintöpfchen probieren. So, war das jetzt hier? Ich hoffe. Ja. Hallo. Ich will dir nichts Böses. Ich hätte nur gerne einen Schluck Milch, wenn du so nett wärst. Doing, 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 doing. Ist das wirklich eine Ziege? Weil ein Schaf ist das auch nicht wirklich, oder? Hallo? Das hat doch keinen Namen. So wie die Ziege, ne? Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Okay. War ein Versuch wert. Gut, dann würde ich sagen, nehme ich noch hier die Planken mit. Und dann schaue ich noch, ob wir hier Seetang kriegen. Wie das geht mit dem Schießpulver, habe ich keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Schwarzpulver brauchen. Also der Baum geht nicht, hoppala, Entschuldigung.
dass wir Schwarzpulver brauchen, aber wo man sowas herkriegt, habe ich keine Ahnung. Ob man dafür vielleicht wieder so eine Zivilisation finden muss, so eine Überbleibsel. Ob das dort dabei wäre. Ich kann das nicht mit... Au, jetzt ist hier der Hai? Dein Ernst jetzt, oder was? Hier. Da kann er auch her. Hier. Wie soll er da herkommen? Das ist lächerlich. Hier ist Süßwasser. Hier, abgetrennt. Süßwasser. Hat mich gerade was anderes erwischt. Ah, der Stein von oben wahrscheinlich. Der da. Ja. Der wird mich erwischt haben, dieses Kondorviech, dieses Elende. Habe ich mein Dings mit? Nein. Da kann ich hier ernten auch nichts. Ich wollte nur mal schauen. Dann sind wir ja eigentlich frühzeitig fertig. Das mit der Milch haut da mal überhaupt nicht hin. Ich schaue nochmal hier drunter. Seetang wird es hier, denke ich mal, auch nicht geben, ne? Na. Dann würde ich sagen, wir hauen hier beinhart ab. Fertig. Schluss aus. Leder haben wir eh bekommen. Das passt. Fertig. So. Jetzt muss ich hier mit dem Segel noch schnell arbeiten. Dass wir hier nach Möglichkeit wieder rauskommen. Dass wir ausparken können. Und dann suchen wir das weiter. Tschüss. Auf eine ruhigere Insel. Da unten wäre jetzt halt schon noch was gewesen. Warte, sind das Steine? Oder ist das jetzt Erz? Au, 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 au. Voll auf die Birne. Wo habe ich denn? Habe ich überhaupt? Ich habe noch gar keinen Haken, ne? Habe ich mir geweigert, einen zu bauen. Nehmen wir den billigen. Ich schaue mal kurz, ob es Metall ist. Wo war das jetzt? Hallo? Hier drüben, glaube ich. Ja, der Hai ist halt ein Problem. Aber den könnten wir unter Umständen schnell killen. Dann könnte ich mir das noch anschauen. Ahaha. Wo ist er denn jetzt? Da. Au. Das war jetzt nicht geplant. Es könnten jetzt aber auch nur Lehm sein. Und Stein. Au. Sag mal. Wow. Um Gottes Willen, fast gestorben wäre. Ja, das muss ich mir noch anschauen. Oder wollte ich mir anschauen. Ich glaube, das sind eh nur Steine. Also befürchte ich. Metall wäre halt super, ne? Boah, dieser Kondor. Ich sag mal Kondor zu dem. Keine Ahnung, was es ist. Könnte auch ein Adler sein von mir aus. Aber so wie der quiekt. Okay, der Hai hat jetzt den kompletten Dachschaden. Obwohl, jetzt hat er es geschafft. So, ein bisschen müssen wir noch warten. Ich sollte vielleicht... Ich könnte ja auch schlafen gehen, ne? Dann geht das Ganze schneller. So, gute Nacht. So, dann sind wir wieder ein bisschen erholt. Genau. So. So, Fischi. Ich glaube, das ist nur... Ja, das ist, schaut verdächtig aus. Das ist halt Stein. Das könnte Metall sein. Oder ein Kupfer. Das wäre halt schon cool. So, ein bisschen noch warten. Mein armes Floß. Batsch. Ja. Ach, mein armes Floß. Ich probiere mal mein Glück. Wow. Ja, von wegen Glück. So, das besitze ich nicht mal. Meine Güte, das Wasser, ne? So, haben wir ihn erwischt. Ich tauche mal kurz auf. Ich werde auch den Eimer gleich wieder in Sicherheit bringen. So.
Ach du Heilige. Das ist so viel Arbeit. So, ich esse mal was und trinke noch einen Schluck. So. Aber das ist nur Stein, glaube ich, ne? Oder Lehm im schlimmsten Fall. Wenn ich richtig Pech hätte. Apropos Lehm. Habe ich den nicht irgendwo... Hier, Ton meine ich, nicht Lehm. Ich sage immer Lehm. Ton mit Schüssel machen. So, genau. 4 haben wir jetzt wieder. Machen wir gleich noch 2. Also nochmal 4 Schüsseln. So, genau. Das müsste reichen wieder für oben. So. Ne? Herr Haifisch. Wenn ich wieder ins kühle Nass springe, dann beißt er mich bestimmt wieder. Da hinten. Er kommt schon. Und? Zack. Aha, da unten. Wow. Und? Zack. Nicht erwischt. Kurz Luft holen. So. Wieder bereit machen. Zack. Zack, nochmal erwischt. Sehr gut. Luft holen, wieder bereit machen. Ja, ja, komm nur. Zack. Au, das war zu spät. War eh klar. So. Zack. Zack. Luft holen. Und. Zack. Nein, das war zu spät. Zu früh, meine ich. Oh Gott. Viel zu früh. Hua. Schande. Selber schuld. Ja, ja. Du mich auch. Das war leider viel zu früh. Das eine Mal zu spät, das eine Mal zu früh. Meh. Na, was ist? Komme ich jetzt überhaupt nicht mehr weg, oder wie? Ach, geht ja nicht, wenn ich den Anker gelichtet habe, oder? Weil ich wollte das Erz schauen. Kann ich ja gar nicht wegkommen, ich Trottel. Ach, was soll's. Ich scher mich nicht. Fahr mal ab. Schau, jetzt ist er da. Na! Ach, dieser Vogel macht mich fertig, echt. Dieser Vogel macht mich fertig. Boah, ey. Das ganze Spiel macht mich fertig. Echt, das ist so nervig. So nervtötend. So unbeschreiblich nervtötend. Es ist ein Wahnsinn. Bist du deppert. Also wer sich deinen Vogel einfallen hat lassen, Respekt, der gehört eingesperrt. Lebenslänglich. Echt. Hinter Gittern, lebenslänglich. Fertig, aus. Das ist ja nicht normal mehr, sowas, ehrlich. Nur weil ich hier stehe, zack, da hat er mich erwischt, ne, da. Pech. Das ist Pech. Jo, hilft nix. Es hilft kein Jammern. Natürlich hat sich jetzt auch der Wind wieder gedreht, weil warum sollte er darauf, wenn er doch in die andere Richtung kann? Boah, ey. Nee, so kommt man echt nicht weiter. So kommt man nicht weiter. Nein, 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 nein. Ja.
Ich traue mich schon gar nicht mehr rauszugehen, weil ich Angst habe, dass wieder was von oben runterklatscht da hier. Blödes Drecksding. Gott sei Dank habe ich das Leder in die Truhen gehauen. Echt. Alter. Wenn so schon alles scheiße ist. Ehrlich. Ja. Unglaublich. Unfassbar. Da wird man schon salty. Nein, 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 nein. So, mal schauen, wohin wir treiben. Vielleicht habe ich jetzt noch irgendwann mal Glück und finde endlich mal dieses komische Schießpulver da. Dieses explosive Pulver. Das Rezept haben wir ja eh, glaube ich. Nein, haben wir nicht. Nein. Das Rezept haben wir nicht. Jo. Jetzt wäre dann wieder mal gut, wenn man so eine Seetang-Insel finden würde. Das wäre ganz, ganz fein. Weil aus irgendeinem Grund brauchen wir Flaschen. Ach ja. Ich lache mich eh schon selber aus. Ich brauche Kunststoff. Dass ich mir wenigstens zwei Tassen basteln kann. So. Vielleicht mache ich sogar fünf, derweil. Na, zwei Tassen reichen. Ist halt wieder umständlich, ist ja wurscht. Die kann ich weghauen, das brauche ich beim besten Willen immer. Das eigentlich auch. Stirnlampe kann ich eh schon. So. Gut, alles wieder auf Anfang. Gott sei Dank bleiben die Dinger gespeichert hier, wenn man das Floß ausbaut. Das ist echt geholfen. So. Mein Haken. Ah, zu der werde ich nicht mehr hinkommen, oder? Na. Schon zu weit. Zu weit, weit weg. Zu weit, weit weg. Lala, es ist zu weit weg. Macht dir nichts. Macht gar nichts. So, was können wir derweil machen? Ich würde sagen, wir trinken einmal was. Schön gemütlich. So. Füllen wir da gemütlich nach. Haben wir eh nichts. Hoppala, haben wir eh nichts Besseres zu tun. Würdest du das reinschütten? Nimm das und schütt das hier rein, bitte. Danke. Geht doch. Rein damit. Fertig, okay. Nervig. So. Und rein damit. So. Sämlinge, da könnte ich auch mal ein paar Kartoffeln und Rüben reinhauen. Wird immer nur oben zum Kochen. Apropos Kochen. Gott sei Dank habe ich auch die ganzen Schüsseln verloren. Braucht eh kein Mensch. So. Schauen wir mal. Nom, nom, nom. Lecker. Auch den Fisch. Verputzen wir mal. So. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, nehmen wir nochmal ein bisschen Fisch. Und und kochen uns auch gleich. Schau, einen neuen Eintopf. So. Dann würde ich sagen, nehme ich das hier wieder mal mit. Kartoffeln reichen die. Zum Anpauen. Mit P. So.
Und hier. So. Falsche Seite. La, 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 la. Zack. Zack. Und zack. Zuerst die Rüben. Dann die Kartoffel. Passt. So. Jetzt brauchen wir. So, so. Ah, es regnet ja. Perfekt. Brauche ich gar nichts machen. Sehr gut. So. So. Passt. Ich dachte jetzt schon, hurra, eine neue Insel. Und was sehe ich da oben? Natürlich das Mistvieh, also nichts mit neuer Insel. Immer noch die alte, wir rühren uns keinen Millimeter, kann das sein? Dann segeln wir halt in die Richtung. Es ist mir ehrlich gesagt schon wurscht. Dann halt nicht drauf. Wenn du nicht willst, dann segeln wir halt nicht drauf. Das ist dann Schicksal und fertig. Wir werden wohl irgendwo anders zu unseren Materialien kommen, die uns noch fehlen. Und dass wir dann hoffentlich mal... Dann segeln wir halt hier runter und nicht hier rauf, bitte, wie du möchtest. Dass wir dann vielleicht irgendwann mal zu den fehlenden Materialien kommen, die wir brauchen. Es ist mir ehrlich gesagt schon gleich, sollen die machen, was sie wollen. So. Jawohl. Gut. Kann ich mir wenigstens noch eine Steinaxt basteln? Mit etwas Glück, wenn wir wieder zu Planken kommen, dann ja. Ja, da ist eh schon Müll. Wird schon. Wird schon, wird schon. Ihr Glückskatzen bringt mir kein Glück. Leider. Aber bei meinem, soll ich sagen, doch, die Axt haben wir ja noch. Ja, die behalte ich trotzdem auf. Bei meinem, wie soll ich sagen, Glück, bei meinem spielerischen Können schon eher so gesagt, hat keine Katze der Welt eine Chance, mir Glück zu bringen. Das geht nicht. So. So. Und hier noch. Sehr gut. Dann hier wieder eine Palme. Nochmal ein Palmensämchen. Und ein Mangosämchen. So. Palme. Und Mango. Ist das jetzt schon nass? Schaut nicht aus, ne? Jetzt. Und einmal noch. Sehr gut. Dann nehme ich noch einen Schluck. So. Und so. Passt. Ich glaube, das reicht. So, unser Floß. Unser Floß ist ein einziger Schweizer Käse. Oh, weia. Gschuh! Die brauche ich noch. Hier müsste ich auch anfangen zu verstärken. Ah, was fehlt mir denn? Ach ja, Metall. Wie kann denn das sein? Mysteriös. So. Auch einen Hammer würde ich brauchen. Dazu brauche ich noch Seil. Haben wir genug. So, das schmeiße ich gleich weg. Ein Hammer. Den bauen wir mal. Okay. Gut. Fehlt mir Material. Platsch, platsch.
So. Ja. Ja. Da schwimmt doch alles vorbei. Da wäre gut, hier noch was zu bauen. Hier noch ein Netz. Ja, bringt sie, glaube ich, nichts, ne? Na, gute Nacht. Da ist ordentlich was in die Hose gegangen. Insel? Noch nicht. Dauert. Es waren 1600 Kilometer, glaube ich, ne? Oder Meter. Ich glaube, in Meter rechnet es. Da. So, schöne Rüben. Schön anbauen. Du weißt schon, dass ich hier bin. Das ist unglaublich. Einfach unglaublich. Hoppala. Da fehlen mir schon die Worte. Ah, hier ist gleich gar nichts drinnen. Super. Ganz toll. Ist ja unwahrscheinlich. So. Haben wir schon die Insel in Sicht? Niemals. So. Einmal Floß reparieren, zumindest ein Teil. Mir fehlt in der Tat Kunststoff. Ja, so. Gut, dann haben wir hier jetzt da Salzwasser. Aber das habe ich getrunken schon wieder. Da wollte ich das hierfür haben. Ja. Was soll's? So. 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 Und zack. Der eine ist für mich. Passt. Du nicht nerven. Insel? Nein. Ich sollte auch mal schauen, wo ich hinsegle. So. Jetzt ist das Floß wieder einigermaßen repariert. Hier fehlen noch ein paar Dinge. Ach, herrje. So. Ich könnte Kunststoff gebrauchen. Dann nehme ich halt sonst eines hier aus meinem Lager. So. Mein Gott, ist ja nicht schlimm. So, schon besser. So. So. Jetzt passt's. So, wie schauen wir aus? Insel! Da drüben! Eine überschaubare noch. Oder ist es jetzt wieder die? Nee, oder? Es ist eine kleinere. Ahoi! Ich brauche ein Paddel. Kunststoff und Seil. Kunststoff. Kunststoff und Seil. Seil kann ich herstellen. Oh, wie fein. Tak, 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 tak. Kann ich gleich zwei Barteln herstellen? Brauche ich sicher. So. Na dann.
Das ist jetzt schon eine andere, eine kleinere Insel, oder? Ja. Da ist schon mal kein Vogel, der herumfliegt. Gott sei Dank. Es ist schon mal erholsam. So. Und der Part ist auch zu Ende. Naja, dann ist der nächste schon etwas ruhiger. Ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!